Moin ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Farming Simulator 17. Meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach dem Intro geht's auch direkt los. Let's start again. Ja, und in der letzten Folge hatten wir ja unser Weizenfeld angelegt, hier mit unserer schönen Saatmaschine. Die können wir jetzt erstmal wegbringen gehen, denn die brauchen wir jetzt gerade aktuell hier nicht. Die werde ich jetzt erstmal eben ganz kurz und schnell und sicher hier hinten abstellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wollte ich jetzt nicht. Ich könnte aber auch überlegen, ob ich sie nicht direkt sogar hier stehen lasse, denn hier ist ja auch mehr als genug Platz eigentlich. Ja, komm, wir stellen sie jetzt einfach hier ab. Ich kann ja hier mit dem Traktor die so ein bisschen hin und her schieben, dass sie dann hier schön reinpasst. Ich hätte sie vielleicht aber auch andersrum hinstellen können. Mal gucken, ob ich das Ding... Ah, komm, wir drehen die jetzt so ein bisschen hier rein. Sehr schön, dann haben wir die hier so ein bisschen stehen. Und ich bin jetzt schon eben hingegangen offscreen und habe schon mal was gekauft. Und zwar müssen wir hier für unser Schneidwerk oder unser Mähwerk, hoppla, da wollte ich jetzt nicht hin, müssen wir ja etwas haben, wo wir die ganzen, Früchte oder Weizen oder sonst was einlagern können oder eher gesagt mit wegtransportieren können. Und dafür habe ich mir den Transspace gekauft und ich würde sagen, wir setzen den jetzt einfach mal zurück und dann hänge ich mir den mal hinten an den Traktor dran und ich hoffe, dass ich mit dem, mit dem Drescher, mit dem Rohr, also dass das nicht zu hoch ist, das Teil hier, dass der da drauf kommt, weil das ist nämlich immer ein Problem gewesen. Ich hoffe, dass das nicht zu hoch ist. Und dass wir das hinbekommen, das werden wir dann gleich sehen, weil dann können wir nämlich heute endlich anfangen, der Weizen ist gewachsen, den zu ernten und dann schon mal die ersten Strohballen herzustellen. Und dann können wir schon bald das erste Kraftfutter für unsere Kühe bald machen. Das ist natürlich eine coole Sache dann auch. Und das Feedback auf die letzte Folge, ach genau, wir haben ja in der letzten Folge eigentlich die neue Karte gezeigt. In der vorletzten Folge habe ich ja hier, oh, die Wiese ist anscheinend schon gewachsen, in der vorletzten Folge habe ich ja mit euch das mit dem Weizen gemacht. Und in der letzten Folge haben wir uns ja die neue Karte angeguckt. Und da war das Feedback enorm krass. Also da haben sehr viele gesagt, so, sie würden sich auf jeden Fall wünschen, dass wir diese Karte spielen. Und das werden wir auf jeden Fall machen, meine Freunde. Wir müssen so mal ganz kurz gucken. Ich glaube, mit O hatte man das... Ja, mit O hat man das Rohr so rausgeklappt. Sehr gut. Das sieht auch gut aus. Ich glaube, das wird sogar passen, Freunde. Ich stehe sogar ziemlich gut dafür. Ja, sehr schön. Kann man sogar von hier aus reinladen. Sehr gut. Ja, wie gesagt halt, also in der letzten Folge, das Feedback war enorm krass. Da haben sehr viele Leute auch geschrieben, so, sie finden die Karte richtig, richtig geil und würden sich wünschen, dass ich die auf jeden Fall zocken soll. Und wir werden auf jeden Fall auch gucken, dass wir die spielen werden. Jetzt sind wir aber erstmal auf Lossberg und werden hier mit dem Spielstand auf Lossberg auf jeden Fall weitermachen und den erstmal zu einem gewissen Punkt spielen. Und ich habe mir vorgenommen irgendwie, dass ich 5 oder 10 Millionen ansparen muss. Das ist auf jeden Fall eine Summe, die machbar ist. Vor allen Dingen mit einem gut laufenden Milchbetrieb relativ schnell. Wenn ich das dann zusammen habe, könnte man überlegen, dann den Wechsel auf eine andere Karte zu machen. So, und das können wir mal eben ganz kurz hier vorne abkoppeln, das Teil. Genau, und dann gehe ich nämlich jetzt mal eben in die Garage. Moment, wo war sie? Da. Dann werden wir nämlich jetzt das Mähwerk, das werden wir jetzt verkaufen, das Mähwerk, was ich hier habe aktuell. Das ist nämlich zu klein, das brauchen wir nicht. Und da holen wir uns jetzt das Größere. Da haben mir nämlich auch schon ein paar Leute geschrieben, ich soll doch bitte das größere Mähwerk kaufen, weil das kleine ist halt echt kein Zustand, ne? Und da werden wir jetzt gucken. Hier sind so die Schneidwerke. Okay, das sind Schneidwerke, habe ich doch recht gehabt, fast schon eben. Dann holen wir jetzt uns das, ja komm, das 13,7er holen wir. Das sollte auf jeden Fall passen, das kostet jetzt nochmal 60.000. So, ist aber auch jetzt dann erstmal die letzte oder die hoffentlich letzte teure Ausgabe. Und wir haben ja eine super gute Maschine hier mit dem, Mähdrescher, den wir jetzt hier haben. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Sache, die wir haben. Ich glaube, der teuerste von allen sogar, den New Holland, den ich hier habe. Und der sieht auch innen drinne ziemlich, ziemlich geil aus auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Und jetzt müssen wir nur gucken, wie wir jetzt gleich das Mähwerk da wegbekommen. Wenn ich das nämlich jetzt zurücksetze, ich glaube, das wird sehr, sehr viel Platz wegnehmen. Müssen wir jetzt einfach mal testen. So, dann gehen wir jetzt mal auf Zurücksetzen hier. Wo haben wir es denn? Da ist es. So, zack, zack, zack. Ah, nee, okay, er hat es so hingesetzt. Das ist natürlich eine coole Sache.
sollten die vielleicht mit allen Sachen machen, die ziemlich groß sind. Oder das kann sein. Ist das auf der neuen Karte so? Ich habe ja auf... Habe ich auf der Karte schon mal was zurückgesetzt? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, hatte ich ja schon. Hatte ich doch schon. Also das wäre krass, wenn das immer so gehen würde. Kann er das hinten überhaupt dranhängen mit dem hier? Moment. Müssen wir jetzt mal eben testen, weil sonst muss ich gleich mit dem Traktor extra nochmal hier hinfahren. Ja, nee, er kann das. Okay. Sehr gut. Wollte schon sagen, ey, wenn der das jetzt nicht könnte, das wäre ja echt peinlich. Da kaufst du dir so eine teure Maschine und die kann das Ding nachher nicht transportieren. Das wäre ja echt eine reine Katastrophe. So, aber so kommen wir auch gut überall hin. Ist natürlich ein Riesending hier, dieses Mähwerk. Und ich hoffe, dass wir damit das Feld auf jeden Fall gleich deutlich, deutlich schneller abgeerntet bekommen als letztes Mal. Uiuiuiuiui, was war denn da? Oh, kommt er da rum? Ja, kommt da, sehr gut. Ja, ist alles hier ein bisschen eng, aber wenn wir jetzt einmal hinten bei den Feldern sind, da will ich ja auch ein riesen Weizenfeld draus machen aus dem großen Feld hier vorne. Und vielleicht werde ich auch hier die ganzen Felder für Weizenfelder nehmen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht werde ich dann irgendwann mit einem Flug dann das alles hier verbinden, die Felder. Man kann ja die Felder auch vergrößern. Das geht ja auch. So, elegant dadurch geschmuggelt. So, und dann können wir das Ding nämlich jetzt hier erstmal absetzen quasi so. Zack. Ja. So, dann fahren wir dahinter. Oh, ich muss jetzt hier ein bisschen die Wiese kaputt fahren, aber das gehört jetzt leider dazu. So. Und leider muss ich auch ein bisschen auf das Feld drauf. Ah, kann er da dran? Schon. Komm schon. Ja, Alter, sehr schön. So, das haben wir auch schon mal. Und dann können wir das Ding eigentlich schon mal runterklappen. Können den auch schon mal... Oh, nee, wir können das noch nicht runterklappen. Mach das bitte wieder hoch. So. Den müssen wir ja erstmal hier eh sowieso einklappen. Und dann können wir den, glaube ich, sogar schon anschalten, ne? Ja. Das geht schon. Sehr schön. Und dann seht ihr auch, Leute, hiermit wird das super duper schnell gehen. Und wir kriegen hier auch ordentlich Weizen an den Start. So, und der sollte auch Stroh eigentlich hinterlassen, ne? Ja, mal kurz gucken. Strohballen-Ding anschalten, ja. Das soll der nicht ausschalten hier. Ich will das Stroh gerne haben. Wir wollen ja schön hier Strohballen daraus machen. Genau, soll er schön da alles mal hinlegen, so eine schöne Spur. Und dann werden wir nämlich nachher damit schön Strohballen uns machen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und dann fahren wir jetzt mal hier schön durch. Und dann werden wir heute in der Folge nämlich das Feld erstmal ernten. Und in der nächsten Folge können wir dann hingehen, wenn das zeitlich passt. Und können dann super duper schön gemütlich ein paar Strohballen herstellen. Und dann unsere Kühe nach und nach endlich mal füttern. Und dann kann es auch schon losgehen, dass wir das erste eigene Geld hier mal verdienen im Spiel. Mit den Kühen. Vielleicht werde ich mir auch noch neue dazu kaufen dann in Kürze. Und gucken, dass ich da meine Kuhanzahl auf jeden Fall ordentlich aufstocke jetzt demnächst. Da werden wir immer mehr und mehr Kühe holen müssen. Natürlich, je mehr Kühe ich habe, umso mehr Futter muss ich herstellen. Das heißt, das ist immer so eine Sache. Ich muss neue Felder holen, dies holen, das holen. Aber ich will ja einen richtig, richtig gut laufenden Milchbetrieb aufbauen. Und da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich das alles dann möglichst schlau anstelle. Aber das kriegen wir schon hin, Leute. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wenn ihr natürlich Tipps habt, wie ich das Ganze noch leichter oder besser aufgezogen kriege, könnt ihr mir das gerne auch jederzeit in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich immer mega drüber. Und ich finde es auch momentan richtig cool, so wie es hier läuft zurzeit, dass die ganzen Let's Plays, die ich hochlade, irgendwie auf ihre Art und Weise auch gefeiert werden von euch. Planet Coaster bringe ich ja jetzt in Kürze zum Ende. Hatte ich ja schon angekündigt in der heutigen Folge, dass Planet Coaster jetzt bald in Kürze sein Ende finden wird. Aber, meine lieben Freunde, keine Sorge. Der Kevin hat schon ein neues Let's Play, was wir dann in der Zeit bringen können. Und ich glaube, das wird euch auf jeden Fall auch gefallen. Da bin ich mal gespannt, was ihr da so sagen werdet, wenn ihr da dann seht, was dafür kommen wird. Ich glaube, das wird auf jeden Fall einige Leute richtig freuen und einige werden es auch richtig feiern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Oh, jetzt lasse ich hier die ganze Zeit irgendwie eine Bahn aus. Da fahren wir mal ein bisschen mehr hier rüber. So, können wir ja nachher nochmal dann nachträglich da abernten. Auch kein Thema. Oh, so wie das aussieht, wird sogar die Erntemaschine einmal richtig voll laufen. Ja, ich muss sie sogar einmal zwischendurch leeren gehen. Da müssen wir einmal gleich den Raps oder was das da ist, was ich da aktuell drin habe in dem Transporter, müssen wir dann abtransportieren gehen. Oh, okay. So, und dann fahren wir nämlich jetzt hier schön weiter alles ab. Das klappt ja auf jeden Fall so schon mal einwandfrei, ne? Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und
können dann hier schön nachher aus dem Stroh unsere Ballen herstellen. Das ist auch schon mal eine feine Sache. Ja, kurz hier ein bisschen rüberfahren. So, zack. Und dann können wir nämlich uns um die Kühe kümmern. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie mein Milchbetrieb so laufen wird und ob ich das alles so hinbekomme. Ihr habt ja natürlich alle gesagt, so, ey Kevin, Milchbetrieb, wenn du den richtig gut aufziehst, wird der richtig viel Geld abwerfen. Ist nur die Frage, ob ich den auch richtig aufgezogen bekomme. Aber ich denke, mit eurer Hilfe werde ich das schon schaffen. Und ich habe ja auch gesagt, die neue Karte, die bietet mir schon einen mega großen Anreiz. Ich hätte richtig Bock, die zu zocken. Da haben einige mir geschrieben, ey Kevin, warum machst du das nicht so? Auf YouTube spielst du die Lostberg-Karte und im Livestream dann die neue Karte. Und ich finde die Idee an sich gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Nur ich würde gerne die neue Karte, wenn ich ehrlich bin, eher für YouTube-Content nutzen. Weil ja, dann habt ihr einfach mehr davon. Im Livestream werde ich die dann wahrscheinlich ein, zwei Wochen spielen, habt ihr dann totgesuchtet und dann keinen Bock mehr drauf. Und wenn ich die auf YouTube bringe, dann bringe ich die über mehrere Monate wahrscheinlich, weil ich da so viel zu tun habe. Deswegen wollte ich ganz gerne bei der Karte lieber warten und die dann auf YouTube Let's Play. Nur schon mal zur Info. Deswegen halte ich da einen Livestream von zu machen für eine nicht ganz so gute Idee. Obwohl, das sieht so aus, als wenn die Erntemaschine sogar hier für das alles reicht. Müssen wir mal schauen. Werden wir ja dann sehen gleich, wenn ich hier einmal alles abgefahren habe. Wir kriegen auf jeden Fall ordentlich Strohballen raus, denn Stroh haben wir hier massig gerade. Also da ist schon echt ziemlich, ziemlich viel, wenn man das so sieht. Da kann ich auf jeden Fall nachher schön viele Strohballen herstellen von dem ganzen Kram. Ja, mal gucken, ob das hier noch die 30% sind, die ich noch Platz habe. Aber mit dem Schneidewerk hier geht das auf jeden Fall deutlich, deutlich schneller. Da hängen wir jetzt nicht so lange dran wie letztes Mal. Da habe ich ja für das eine Feld fast eine ganze Folge benötigt, wenn nicht sogar noch mehr als eine Folge. Da war ja auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Ich bin ja in der einen Folge, glaube ich, gar nicht fertig geworden. Und mit dem hier geht das super duper schnell. Das ist natürlich eine gute Sache. Und man sieht ja auch, ne, trotz dass das so riesig ist, klappt das hier ohne Probleme. Deswegen, da hatte ich ja schon gesagt, wenn man einmal auf dem Feld drauf ist mit so einem Schneidewerk, dann klappt das. Dann ist das kein Thema mehr. So, dann fahren wir den nämlich jetzt hier schön weiter ab. So, nochmal ein bisschen drehen hier. Zock, zock, zock. Und dann drehen wir hier nochmal ein Ründchen. Ja, sehr gut. Da sind wir gleich durch hier. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge hingehen, liebe Freunde. Und werden da uns dann um die Strohballen kümmern. Und dann schauen, dass wir dann die Folgen darauf langsam anfangen, für die Kühe das ganze Futter und so herzustellen. Vor allen Dingen, ich muss auch mit Stroh noch den inneren Bereich auslegen von den Kühen, denke ich mal. Weil das musste man auf Gold Crest Valley auch immer machen. Da hatte man ja diesen inneren Bereich, den man immer mit Stroh, mit so einer Maschine, die das Stroh da so reingeschossen hat, auslegen konnte. Und das müssen wir hier wahrscheinlich auch machen. Und da würde ich mal sagen, liebe Freunde, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir haben jetzt heute schon mal das Feld hier gemäht. In der nächsten Folge werde ich mich dann darum bemühen, dass wir hier, oh Moment, die Kante will ich aber noch mitnehmen hier, dass wir dann hier die Strohballen langsam aber sicher mal herstellen und gucken, dass wir dann, ja, uns um die Kühe kümmern. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne ein Däumchen nach oben da lassen und einen netten Kommentar. Und wenn ihr in Zukunft keine Farming Simulator Folge mehr verpassen wollt, gerne auch ein Abo. Und ich gucke jetzt, wenn ich dann nach und nach jetzt mal hier so ein bisschen mehr Luft habe, dass ich dann auch wieder anfange, ein paar Timelapse aufzunehmen. Wie gesagt, je nachdem, wie viel ich hochlade, schaffe ich das halt einfach zeitlich nicht. Ja, weil heute ist zum Beispiel um 16 Uhr auch ein größerer Livestream. Also wenn das Video online geht, ist wahrscheinlich gerade der Livestream gestartet, wenn ich schon loslegen konnte. Oh, da ist die Maschine voll. Oh nein, und ich bretter hier mitten durch. Da komm, ist nicht so schlimm. Ja, da muss ich mich dran gewöhnen. Das darf ich nicht mehr machen jetzt. Heute ist ein etwas größerer Livestream, deswegen werde ich es heute auch nicht schaffen, groß Timelapse oder so aufzunehmen. Das ist halt das Problem. Ich lade so viel Content hoch, dass ich natürlich nicht so viel Zeit in die Videos investieren kann. Oh Gott. Oh Gott. Da ist ein Zaun. Ah, ich muss das Ding ablegen. Na, Moment. Na, jetzt kommt er hier wahrscheinlich. Ah, doch, schafft er. Okay. Sehr gut. Dann können wir den nämlich jetzt hier ausklappen. So. Zack. Und dann können wir den gleich hinten dranhängen. Ja. So, zack. Genau. Und dann, wenn ich wieder mehr Zeit habe für die Videos und vielleicht etwas weniger Content ist, dann werde ich natürlich gucken, dass ich auch mehr Zeit in die Videos investiere und dann so Timelapse und so einen Kram mache, ne? Gar kein Thema. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir mit dem hier nochmal wenden. Und da würde ich sagen, war es das auch heute von der Folge gewesen. Dann müssen wir mal gucken, in der nächsten müssen wir dann den ganzen Kram hier erstmal verladen
und ins Silo bringen. Und ich werde jetzt die Maschine natürlich hier schön wieder an der Seite parken. Oh, hier ist ja der Zaun. Ich übersehe den immer. Eieieiei, jetzt bin ich voll gegen den Zaun gekommen. So, dann parken wir den natürlich hier wieder an der Wiese. Und ja, danke für euren Support. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Farming Simulator 17 wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.